keine einfache Zeit für Kathi Hummels. Die Moderatorin und Ehefrau von Innenverteidiger Mats Hummels von Borussia Dortmund muss sich derzeit mit vielen Gerüchten auseinandersetzen. Trennungsgerüchte, eine angebliche Magersucht, dazu tatsächliche Gesundheitsprobleme. Bisher hat sie nichts dazu gesagt, jetzt spricht sie exklusiv in Bild TV. Und wir schalten direkt zu Kathi Hummels. Guten Abend, Kathi. Hallo. Ja, Kathi, sonst sehen wir uns ja immer auf Events, aber die Zeiten haben sich natürlich geändert. Lass uns direkt darüber sprechen, die ganzen Gerüchte, die es über dich gibt. Kennst du auch die Trennungsgerüchte? Die kenne ich auch und ich muss ganz ehrlich sagen, dass ich jetzt gesprochen habe, war einfach dem geschuldet, dass ich nicht verstehe, warum man so verurteilt wird, nur weil man vielleicht, ich sag mal, eine andere Lebensweise hat. Und das ging wirklich jetzt so weit, dass ich so ein Stück weit gezwungen war, was dazu zu sagen, weil ich es einfach schade finde. Wir sind beide wirklich voller Liebe für unsere Familie und auch füreinander. Und wir geben alles, damit es unserem Ludwig gut tut. Und gerade ist auch Corona, ich meine, es ist für den Fußball auch keine einfache Zeit. Mir ging es gesundheitlich echt schlecht. Ich glaube, so schlecht ging es mir in meinem ganzen Leben noch nicht. Und dass man sich halt dann noch mit solchen Sachen rumschlagen muss, das geht halt dann schon auch an die Substanz. Ne? Vor allem, wenn es einem eh nicht gut geht, dann zieht einen das halt noch weiter runter. Und deswegen habe ich mir gedacht, muss da jetzt einfach mal ein Signal her. Und wir haben uns dann beide dazu entschlossen, dass es okay ist, wenn ich das jetzt einmal öffentlich dementiere, damit wir auch weiter in unserem privaten Kosmos bleiben können und da auch nicht so gestört sind, weil es fragen immer alle und ja, ich hoffe, es ist jetzt aus der Welt geräumt. Ja, Kathi, ich kann das verstehen, dass das natürlich unglaublich an einem nagt und ja auch unglaublich an einem zehrt. Ich frage trotzdem noch mal ganz konkret nach. Seit 2015 sind Mats und du ja verheiratet, aber du lebst in München und er lebt in Dortmund. Trotzdem seid ihr zusammen. Warum lebt ihr nicht zusammen? Also ja, wir sind zusammen und ihr wisst ja alle, dass der Mats beim FC Bayern gespielt hat. Und dass wir beide Münchner sind. Wir haben hier beide unsere Familien. Wir haben hier beide unseren Lebensmittelpunkt, sagen wir es mal so. Und wir haben hier auch, ich glaube 2018, unser schönes Haus gekauft. Das heißt, wir sind hier wirklich sehr heimisch. Wir sind hier sehr eingelebt. Und die Entscheidung, dass Mats nach Dortmund geht, das war eine Entscheidung vom Herz, weil er einfach den BVB liebt und sich da so unfassbar wohlgefühlt hat. Aber ich bin mittlerweile auch 32, der Ludwig ist hier eingegliedert, ich habe auch meinen Job, ich schreibe mein Buch, ich habe jetzt auch gerade das Zuckerfrei-Kochbuch für Kinder rausgebracht, ich habe hier meine Familie, die mich unterstützt und ich habe 8,5 Jahre lang in Dortmund gelebt und ich habe da auch gemerkt, wie es an mir genagt hat, dass ich einfach meine Eltern, meine Geschwister und meine Freunde nicht um mich habe und ein Fußballspieler, der auf dem Niveau wie Mats spielt, ist einfach mindestens 3-4 Tage die Woche weg. Und deswegen haben wir gesagt, weil es ja absehbar ist, bleibe ich mit unserem Sohn dem Ludwig hier, der einfach auch ein ganz enges Verhältnis zu seinen Cousins hat, zu seinen Opas, zu seiner Oma. Und ja, ich denke einfach, dass es ja auch nicht zu verurteilen ist, oder? Weil jeder hat doch für sich die Berechtigung, eine Art zu finden, wie man eben am glücklichsten lebt. Und das ist halt für uns gerade eigentlich der beste Kompromiss. Natürlich sehen wir uns nicht so oft, aber wenn wir uns sehen, genießen wir die Zeit umso mehr. Und ich bin eigentlich sehr glücklich, dass wir das eben so toll hinbekommen. Man muss natürlich viel vermissen, aber man nimmt sich dann auch bewusst Zeit eben für die wichtigen Dinge und das ist unsere Familie. Und wir haben ja auch bald unseren Hochzeitstag und da sind wir einfach mal nur zwei und darauf freue ich mich auch. Das freut mich sehr zu hören. Noch ein anderes Thema, wenn man dir bei Instagram zum Beispiel folgt, liest man ja auch manchmal so die Kommentare von den Followern und die sind manchmal schon ganz schön hart. Da geht es auch manchmal um eine Magersucht. Natürlich, du bist eine sehr schlanke Frau. Was möchtest du dazu sagen, zu diesen Gerüchten? Also ich glaube ja, dass dieser ganze Hate und dieser ganze Shit und dieses Mobbing und Cybermobbing, auch sexuelle Belästigung, das sind alles so Themen, die durch Corona, habe ich das Gefühl, immer stärker und größer werden. Und dass ich abgenommen habe, das ist ja ein Fakt. Ich meine, das
kann ich nicht verstecken, auch wenn ich es gerne verstecken würde, weil ich mich auch nicht so zu 100% wohlfühle. Ich bin jetzt auf dem besten Weg. Ich hatte gesundheitliche Probleme und das seit Februar und eigentlich erst seit März, also seitdem ich wieder zurück bin. Und jetzt bin ich ganz glücklich, weil es wirklich bergauf geht und ich bin jetzt auch eine Woche bald am Tegernsee und werde dann schön relaxen und ganz viel Kraft tanken, auch mit der Familie und natürlich meinem Sohn. Und was soll ich denn dazu sagen? Die Leute, die urteilen immer nur nach dem, was sie sehen. Und das finde ich schade und da möchte ich auch gerne Stopp sagen, weil man muss auch manchmal hinter eine Fassade gucken. Und mehr als dass ich offen und ehrlich und wirklich von Herzen sage, dass es mir einfach nicht gut ging und das passiert jedem Menschen im Leben, mehr kann ich nicht tun. Aber dass ich an Magersucht leide, das ist einfach falsch. Und deswegen war mir eben auch wichtig, dass ich das sage, weil Magersucht, auch Bulimie, alles Sachen, die mir unterstellt worden sind, sind sehr ernstzunehmende Krankheiten. Und ich finde, man darf das dann nicht einfach immer so in den Raum schmeißen und sagen, die hat das, die hat das und die hat das und die hat das. Nein, das habe ich nicht. Aber mir ging es echt scheiße, wenn ich das mal auf gut Deutsch sagen darf. Und ich hatte unfassbar viel Stress. Und deswegen bin ich total glücklich, dass ich jetzt seit, ja, dass ich diesen Schritt auch gewagt habe, dass ich diese Magen- und Darmspiegelung eben über mich ergehen lasse, wovor ich wirklich viel Angst hatte, weil ich auch dachte, dass ich schwer krank bin. Ich meine, wenn einem über Monate schlecht ist und man das Gefühl hat, dass es einem konstant den Magen umdreht und man nicht mehr essen kann und keinen Appetit hat, dann ist es natürlich auch was, was an die Substanz geht. Das ist dann so ein Teufelskreis und dann wird es immer schlimmer. Vor allem, wenn man eben auch ein Kind hat und Angst hat, dass man vielleicht, was Ernstes hat. Und deswegen bin ich dankbar, dass mein Körper mich dann gezwungen hat, nachdem es mir so schlecht geht, dass ich eben diese Untersuchung mache. Und tatsächlich kam raus, dass ich soweit gesund bin, bis eben auf dem Keim und eine Magenschleimhautentzündung. Aber das ist jetzt auch schon fast wieder weg. Und mir geht's gut. Ich habe wieder richtig Hunger. Na, das ist doch richtig gut. Das ist doch richtig schön zu hören, Kathi. Das freut uns sehr. Weiterhin gute Besserung. Alles, alles Liebe dir und deiner Familie. Und herzlichen Dank, dass du exklusiv bei uns hier mal Tacheles geredet hast. Ich danke dir, Kathi Hummels. Ich danke dir, Tina. Tschüss.